So, hier sind wir wieder bei PlaySimple und heute geht's wieder los mit unserer Titanic. Also man kann eigentlich davon ausgehen, jeden Sonntag gibt's Titanic und anderen Tage nicht. Ne? Für diejenigen, die mal reinschreiben, wann kommt der nächste Teil? Wir machen jetzt so, jeden Sonntag kommt Titanic. Klein, groß, mittel, irgendeine Folge. Auf jeden Fall, ich habe ja gesagt, wir wollen ja ein bisschen mehr ausbauen. Darum habt ihr ja ein bisschen Zeit gelassen. Wir sind ja hier hinten am Hinterdeck, oder wie sich das nennt. Ich habe noch gar keine Fenster gemacht. So, jetzt gehen wir und bauen die Library, die Bücherei. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir jetzt hier sind. Wir haben ja in den letzten Folgen, beziehungsweise nicht letzten, in Folgen, wo ich das Treppenhaus so einigermaßen gebaut habe. Da müssen wir noch mehrere Treppenhäuser bauen. Das heißt jetzt, wo fange ich jetzt an? Was soll ich als erstes machen? Wir teilen uns erstmal ein, die Library. Library. Librey. Librey heißt das, ne? Okay, auf jeden Fall. Wir nehmen erstmal hier unseren Nuckel-Zaubertrank. Dann nehmen wir weiße Quarzblock und dann nehmen wir jetzt hier, seht ihr ja, ich weiß ja nicht, ob das, ihr müsst das ja eigentlich so übernommen haben, wie ich das damals gebaut habe. Dann haben wir hier die Wand, beziehungsweise da, wo die Tür ist, da ziehen wir jetzt einen Block komplett entlang, bis wir hier zu diesem Flur sind. Und dann genau da, bündig, ziehen wir den so entlang. Hier haben wir diesen Flur gemacht, von da aus schlagen, da wisst ihr auch, haben wir diesen Flur gemacht und da ist ein Flur. Beziehungsweise Treppenhaus, ne? So, da ist das andere Treppenhaus. So, dann gehen wir von da aus. Hier ist das Treppenhaus, da ist das Treppenhaus. Und so zieht er jetzt erstmal den Balken dahin und der berührt das Treppenhaus. So, auf der anderen Seite machen wir das gleiche auch. Die Wand. 1, 2, 3, 4. Und dann berührt er diese Wand. Patsch. Dann haben wir hier zwei Türen. Das bleibt erstmal so. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Ich baue das jetzt immer nur zwei Steine nach oben. Und ihr müsst das natürlich bis oben hinbauen, ne? Komplett eine Wand. So, dann gehen wir jetzt von hier aus. Das heißt, wir nehmen einfach, hier ist das Maß vom Treppenhaus. 1, 2, 3. Und dann ziehen wir die Wand entlang. So, dass wir hier Dreier Breite frei haben. Und das wird dann zugebaut. So, dann haben wir hier die Bücherei. Ja, die Größe reicht. Am Anfang dachte ich erst, boah, ist das ziemlich klein. Aber wenn man das erstmal so sieht, dann ist es schon groß genug. So, jetzt haben wir das alles so weit gebaut, dass wir jetzt hier ist die Bücherei. Da ist der, hier ist die Library, die Bücherei. Und hier ist die, der Flur. So, jetzt gehen wir hier entlang. Hier haben wir das ja so weit gebaut. Das, wie ich schon sagte, wird nach oben gebaut. Da bauen wir ja sowieso noch, kommen noch Gläser rein und Türen und so. Aber erstmal so, dass wir jetzt hier einmal hier abgetrennt haben. Zack. Und dann kommt hier eine Tür rein. Und dann sind wir hier in der Library. So, hier kommt auch noch Tür rein. Dann würde ich sagen, 1, 2, ab den dritten, zack. Auf der anderen Seite auch. 1, 2, dritte, zack. Und dann haben wir hier den Bereich Flur. Hier Library. Und dann hier kann man auch wieder raus. Zack, dann sind wir wieder raus im Flur. Flurbereich. Warte mal, da habe ich zwei. Dann müsste ich hier das hinbauen. Zweier. Okay. Jetzt geht's weiter. So, wir machen jetzt hier erstmal 1, 2, 3, 4 Blöcke freilassen. Und dann zieht ihr erstmal komplett einmal einen Strich entlang. So, 4 Blöcke frei und zieht erstmal einen Strich. Zack. Da haben wir schon mal die Abtrennung. So muss es aussehen. Dann gehen wir von da aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ab dem 9. Klatsch, hier ist 9 und dann wird das bis nach hinten gezogen. Patsch an der Wand. Ne? Kann man hier wieder zumachen. Dann hier auf der anderen Seite das gleiche. Warte mal, komm, ich bin voll durcheinander jetzt hier. Ich bin ein bisschen erkältet, wenn sich das so anhört. Ne? Ich bin ein bisschen... Aber ich krieg's hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann bis nach am Ende. Patsch. Fertig. So. Dann haben wir so ein großes Quadrat und jetzt teilen wir das noch auf, wie wir es hier drinnen gemacht haben. 1, 2, 3. Dann einen Strich komplett durchziehen. Dann 1, 2. Oh, ich würde hier 3 machen, warte mal. Das ist Dings, Toilette. Das kann man ja noch umändern. Okay, 1, 2, 3. Und dann würde ich sagen, hier auch 1, 2, 3. Warte mal, dann kommt das hier weg. Ich brauche ein bisschen Platz, weil da werden die Toiletten und dann werden auch noch die Bäder kommen dahin. Wie ich schon sagte, ich habe das jetzt, ich baue nur die Dings großartigen Sachen original nach, wie Library und so. Ich weiß auch genau, dass jetzt hier, wo die Library ist,
man nicht direkt in die First Class reinkommt. Aber wie ich schon sagte, die Titanic war ja nur für außen gedacht. Aber wenn das alles ausgebaut ist, dann wird sowieso keiner mehr merken. So. Drei Steine. Dann wieder einen entlangziehen. Wieder drei Steine. Wieder einen entlangziehen. So, dann 1, 2, 3, 4. Komplett entlangziehen. Und dann müssen wir hier nur die Mitte nehmen. Und den bis hier in diesem Fach. So. Kurz hier noch, damit er so mitkriegt. So. Haben wir jetzt hier Vierer gemacht. Und hier natürlich ist der Rest. Und dann sucht er die Mitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ab dem 7. Chuck. Und dann ist das hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann ziehen wir das jetzt so durch. Ein Raum, zwei Raum. Und der nächste Raum. Zack, fertig. So, jetzt habe ich noch wieder was geschnippelt. Es muss doch ein Zweier sein. Das habe ich jetzt gesehen. Das sind ja Räume. Also, ich habe jetzt hier den einen wieder verkleinert. Das heißt jetzt hier drei Stück. Strich. Zweier. Strich. Und das bleibt dann so. Und das habe ich jetzt nur hier. Hätte ja hier ein Dreier reingemacht. Und dann wird das nun ein Zweier. Und dann ansonsten das alle bleibt so. Ne? Nur, dass wir jetzt hier ein Zweier haben, das ist ein Eingang, weil hier sind einzelne Räume. Machen wir vier Stück draus, das sind ja so nur so Fake-Räume, sind das? So, eins, zwei, gut, drei Stück. Ich mache jetzt, warte mal, jetzt mache ich einen Dreierraum daraus. Eins, zwei, nein, ich kriege nur drei hin. Okay, dann ist einer größer, einer kleiner, dann machen wir jetzt hier einen Vierer raus. Dann haben wir hier einen Vierer und dann haben wir einen Dreier. So, wollen wir mal einen Zaubertrank nehmen. Zack. Dann haben wir hier für die Fake-Räume, nehmen wir natürlich hier unsere Eisentüren, damit man auch nicht reinkommt. Man könnte das ja auch ein bisschen ausbauen. Das ist ja einfach nur so ein Steward-Raum, wo dann hier die Crew schläft. Die hat ja auch nicht viel gehabt. Das ist einfach nur ein Bett und so. Das, ich meine, das reicht schon für ein Bett und so. Aber müsst ihr entscheiden. Da bauen wir noch ein bisschen aus. Es ist ja, wie ich schon sagte, erstmal das Grobe. So, dann bauen wir das hoch. Das ist ja diese Seite, wo jetzt die Steward-Räume sind. Passt jetzt genau auf. So, ich baue das jetzt einfach nur so hier so entlang erstmal. Und das natürlich bis an die Decke wird das gebaut. Aber wir teilen das jetzt erstmal so auf. Wenn ihr das ausbaut, dann würde ich sagen, jetzt in dieser Perspektive erst innen drinnen ausbauen, habt ihr mehr von. Und ja, ich werde das jetzt hier sowieso so ausbauen. Es sind nur wegen den kleinen Räumchen. Ne? Wenn ihr jetzt, es wäre leichter, wenn ihr das jetzt rausbauen wollt. Und dann könnt ihr das jetzt noch so machen. Bevor es zu ist, ihr müsst ja einzeln rein, je nachdem. Das ist euch überlassen. So, jetzt haben wir hier Folgendes. Das ist jetzt der Badeingang für die Damen. Und auf der anderen Seite natürlich für die Herren. So. Damen und Herren. Dann haben wir hier die Duschkabine. Da könnt ihr euch aussuchen. Könnt ihr entweder hier die Tür machen. Ich mache jetzt hier zwei Stück. Da auch zwei Stück. Chuck. Duschkabinen, Frauen, Toilette. Oder? Nee, das ist anders. Ach nee, guck mal. Ich muss das noch ein bisschen anders aufteilen. Das ist anders. Wir machen das jetzt erstmal wieder zu. So, das ist die Toilette. So, das ist die Duschkabine. Da geht man von der Seite hin. Das heißt, hier 1, 2, Tür reinmachen. Auf der anderen Seite 1, 2, Tür reinmachen. So, jetzt mache ich hier, wo die Tür ist, lassen wir einen Stein und dann machen wir den entlang. Und noch, den lassen wir ganz entlang. Das heißt, jetzt hier ein Stein, hier ist die Tür, dann einen Stein freilassen und dann einmal hier nochmal entlang ziehen. Das muss man sich erstmal alles aufteilen. Ne? So, das heißt, jetzt hier ist die Duschbereich. Badezimmer ist das, wo man baden kann. Das ist die Toilette, beziehungsweise, ja, der Vorraum, die Toilette. Und da wird das große Geschäft drin gemacht, ne? Das werden die einzelnen Toilettchen, ne? Da kann man auch einzeln so machen, warte mal, den ziehen wir hier hoch. Toilette, Toilette, Toilette. So, hier auch. Zack. Zack. Und da machen wir erstmal die Türen rein, damit man weiß, was ist das denn? So. Da geht dann die große Furzerei los, ne? Wenn einer drauf geht. Was machen sie gerade? Ah, ich hab schlecht gegessen. So, auf jeden Fall, hier könnt ihr jetzt aufmachen, beziehungsweise hochmachen. Jetzt wissen wir hier die Toilettchen. Damen und Herren. Obwohl die Damen brauchen mehr, ne? Die können ja sich nicht hinstellen, ne, oder?
Ist mir neu. So, auf jeden Fall, wenn wir das gemacht haben, hier kommt der Duschbereich, den bauen wir noch selber. Das heißt, jetzt hier können wir jetzt einfach soweit alles hochbauen, weil wir das jetzt aufgeteilt haben. Das ist erstmal alles so aufgeteilt, ne? So, hier baue ich hin, das hin und wie ich schon sagte, ja, die Decke machen wir jetzt hier drunter. Ihr seht ja, das ist von einer anderen Perspektive noch. Da machen wir dann, ich mache erstmal weiß. Zack. So, jetzt muss ich erstmal hier Steinchen klauen. Zack. Und das mache ich erstmal, ja, ich weiß jetzt nicht, welche Farbe ich nehme. Ich mache jetzt erstmal weiß komplett, weil wir sowieso nie höher gebaut haben, als wir es brauchten. Aber das muss ich ja nicht immer 100 Mal erzählen. Da haben wir noch Zeit, beziehungsweise Platz, eine Decke zu bauen. Wichtig ist, dass wir jetzt das hier alles jetzt erstmal das Grobe haben. Unsere Library. Und dann noch die anderen Räume, die noch da sind. Da kommt ja noch gleich was dazu. Wir bauen das erstmal jetzt hier so hoch. Es kann sein, dass wir die Steine, die wir jetzt, die Stöhne, ne? Es kann sein, dass wir die Steine dann noch umändern. Aber das ist ja erstmal, wie ich schon sagte, wir müssen erstmal ein Gerüst haben, ne? So, und dann kann man immer noch in die Toiletten reingehen. Ach, das ist der Duschbereich. Da ist die Toilette und dann kann man noch nachhinein, eben wenn die Wand, wenn ich sage, das ist besser in einer anderen Farbe, dann kann man eben noch hier Innenbereich wegmachen und dann wieder aufbauen, ne? Je nachdem. Wir machen jetzt erstmal hier das grobe Maß, damit ich weiß, aha, was können wir alles aufbauen, was müssen wir noch alles aufbauen. Diesen Gang, den wir jetzt hier sehen, den sehe ich im Original nicht. Das heißt, ich baue das jetzt einfach nur, ja, in eine Farbe. Außer dem Flur und ja. Ich kann nur das immer bauen, was ich auch sehe, ne? Ich habe mir das schon versucht anzugucken, aber. So, die beiden nehmen wir hier weg, weil das jetzt ein Flur ist. Und die nehmen wir auch weg. Das ist der Eingangsbereich. So, dann kommt das hier hoch. Das sind die Toiletten. Die sehen da von da aus. Geht man dahin. So, das hier. Ich mache das eben zusammen. So. Zack. Und dann bis nach oben, ne? Hier ist Dings, der Eingangsbereich. Hier die Herren. Alles klar. Duschbereich, alles super. Jetzt kommt Folgendes. Wir haben dann auf der anderen Seite natürlich ja auch Räume. Das heißt, jetzt suchen wir, wo sind wir jetzt gelandet? Hier. So, hier entlang. Dann sehen wir genau, wo wir sind. Zack, da sind wir. Jetzt nehmen wir vom Fenster aus, das ist 1, 2, 3, dann ist das Fenster. Jetzt gehe ich hier hin. Das war jetzt hier. Warte mal, dann gehe ich hier hin. 1, 2, 3 und dann ist das Fenster da. So, dann kommt das hier hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Das ist der nächste Raum. 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir beim fünften gemacht oder so? Ja, 4 Stück, 4 Stück. So, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So, dann haben wir alles aufgeteilt. So, das sind jetzt die einzelnen Räume. Auf der anderen Seite natürlich das gleiche auch. Ne? Einmal hier, wie ich schon sagte, hier langziehen. Zack. Damit man das Maß hat. Und dann von da aus, warte mal, zweier Fenster war das dann hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Und fertig. So, das ziehe ich jetzt hier so hoch. Das sind auch einzelne Zimmer. Das kommt wieder weg. So. So, haben wir das aufgeteilt? Jetzt geht es weiter. Das heißt jetzt, wie breit machen wir die Zimmerchen? 1, 2, 3, 4. Ihr seht schon, wir kommen jetzt an die Tür. Das ist egal, das wird jetzt zugemacht. 4 breit mache ich jetzt die Zimmer. Der Flur muss auch einigermaßen, ja gut, kann auch ein Dreier sein, je nachdem, wie ihr das machen möchtet. Aber ich mache, glaube ich, den Flur noch ein bisschen anders mit anderen Steinchen. Dann brauche ich das nicht ausbauen, sondern knall die einfach davor. Und das sind ja sowieso, ja, gut, ich mache 3. 3 reicht. Falls man die ausbauen möchte, ne. So, einmal hier Zaubertrank wieder nehmen. Zack. Zack. So, dann haben wir hier. Dann dort. Ich mache die Türen einfach so rein, wie ihr möchtet. Ne? Zack. Zack. Und so. So, und das wird auch hochgebaut. Und dann sind die nächsten Räume, wo die Leute schlafen. Beziehungsweise Stewards und sowas. So. So entlang.
Und auch nach oben gebaut, ne? So, das bis oben hingebaut und dann hier natürlich auch getrennt. So. Komm hier, zumachen. Zack. Und dann haben wir hier die nächste Bude. So, okay, haben wir das gemacht, das ist der Flurbereich. Also, achso, jetzt müssen wir hier offen machen. Das ist dann so ein Eingang. Normalerweise geht man jetzt hier durch, dann wären eigentlich auch Räume hier. Aber wie ich schon sagte, ne, ich teile das jetzt so auf, weil der ABC-Deck gibt es nicht. Aber ich habe das schon so oft erklärt. Ich meine, das habe ich schon wie nur so einen Plattensprung, ne? Ja. So. Das gleiche hier auch, aber das habe ich jetzt keinen Bock zu bauen. Dann mache ich einfach nur hier auf die Schnelle. Dann, wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Mache ich hier auch. 1, 2, 3, 4. Zack, ziehe ich einmal hier lang. So. Und dann kann ich das hier zumachen und dann hier auf der anderen Seite aufmachen. Und dann habe ich das auch schon aufgeteilt. So. Zack. Da, der kommt dahin noch und der wird bis dahin aufgemacht, beziehungsweise zack, so habe ich es auch so breit. 1, 2, 3, 4, habe ich da auch 4 Stück? 1, 2, 3, 4, doch habe ich. So, dann haben wir das, dann habt ihr das schon mal aufzuteilen, auszubauen. So, das habe ich gesagt, ist die Library, das wird hochgebaut. So, dann haben wir hier alles soweit aufgeteilt, was wir aufteilen müssen. Ihr baut das jetzt erstmal alles hoch, wie ich schon sagte, komplett nach oben gebastelt. So. Zack. Und wenn das alles ausgebaut ist, dann machen wir die Inneneinrichtung. Jetzt geht es sofort weiter. Also hier haben wir jetzt mal das Grundgerüst. Die Library kommt hier rein. Hier die Toiletten und die Steward-Räume. So, dann haben wir das hier soweit aufgeteilt. Dann ist es schon wieder ein Teilchen fertig. Keine Angst, das bleibt jetzt nicht so steril. Das ist jetzt nur, damit wir es aufteilen. Muss ich ja immer wiederholen. Weil es kommen hier noch so Fensterchen rein und so in der Library. Und das machen wir auch alles später. Das ist die Inneneinrichtung. Wir machen erstmal das grobe Maß, damit wir es aufgeteilt haben und wissen, okay, da ist Toilette, da die Räume, da Library. Library, oder wie nennt man das? Hier, so nennt man das. Library. Das ist die Library. Ist aber Bücherei. So. Dann kommt folgendes, hier haben wir die First Class Smoke Room, wo erstmal richtig einen durchgepfiffen wird. Da müssen wir noch folgendes bauen, hier kommt auch ein Treppenhaus hin, in die dritte Klasse. Das Treppenhaus besteht, ich habe das hier schon aufgeteilt, das besteht, warte mal, so, genau da, wo diese Eingänge sind, ne? Genau da ist jetzt, oder was habe ich denn jetzt hier gebaut, so, okay. Ah ne, das ist... jetzt haben wir es aber, ne? So, da wo die beiden Eingänge sind, hier, das ist der Flurbereich. Das heißt, jetzt hier gehen wir hin. Dann haben wir hier schon genug Platz. Hier sind ja zwei Türen. Hier müssen wir noch Treppe bauen. So, dann wird das aufgeteilt. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann, es ist ja nur ein Treppenhaus, ne? Also wir müssen nicht viel breit machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm, machen wir 6 daraus. Ein bisschen größer machen wir das. 6. So, jetzt haben wir hier durch. Zack. Hi, was geht ab? So, einmal hier durch. So. Dann machen wir auch. Wie viel habe ich denn hier genommen? Die Breite. Genau da, ne? Genau da, wo die Dings ist. Dann kann das hier weg. Genau da, wo die Tür ist. Hier entlang treffen die sich. Und dann haben wir hier. Achso, da muss ich ein Dings bauen, ne? Warte, in Holz, ne? Dann haben wir gleich beide Seiten gebaut. Das machen wir mit Holz. Weil das ist auch wieder so ein Treppeneingang oder was ich was. So. So. Zack. Zu. Mal kurz hier die Decke zumachen. So, das wird jetzt zugebaut. Das sieht man ja dann nicht mehr. Dann kommen Stühle hin oder was ich was. So, das. Zack. So. Und jetzt haben wir diesen Bereich. Man merkt das ja auch nicht, ne? Zack. Ein Stück rausgeklaut fürs Treppenhaus. Hier, wie ich schon sagte, hier müssen wir Stufen hinmachen, glaube ich, noch. Das finde ich nur nicht so schön. Hier müssen wir es auch wieder zubauen. Hier wird es auch mit Holz hochgenudelt. Zack. Und dann haben wir hier schon wieder das nächste Treppenhaus. Ne? In die dritte Klasse ist das. So, immer hier jetzt kurz.
das auch noch hochbauen und dann gehen wir in die Tiefe. So. Und so. Da habe ich auch noch gar keine Stühle und nichts hier hingemacht, ey. Pah. Ich bin faul, ne? So. Jetzt haben wir diesen Bereich. Zack. Treppenhaus. Dritte Klasse. Und das heißt jetzt natürlich, das wird ausgeschlagen, weil das zum Treppenhaus gehört. Zack. So. Hier. Zack. Und dann haben wir hier das Treppenhaus. Dieser Bereich und dieser Bereich. So, einmal hier zumachen. Ich muss hier was hinbauen. Das sieht noch ein bisschen behämmert aus. So, jetzt mache ich das hier auch eben weg, damit ich das Holz wieder sehe. Gucken, was für ein Holz wir machen. Und für eine Holzplatte oder so. Das ist jetzt erstmal egal. So, dann haben wir das gebaut, das gebaut. Das kann wieder auf. Und dann müssen wir einfach nur jetzt hier das rausschlagen. Und das gehen wir dann bis unten auf den Boden hin. Das heißt, das ist die dritte Klasse. In den anderen Bereichen, ne? So. Das ausbauen. Dann so, ach, guck mal, wie viel wir noch zu tun haben, ey. Boah, ich krieg die Pimpanellen, kriege ich, ey. Guck mal hier, da. Da, ey, das ist aber so behindert gebaut worden von mir, ne? Guck mal, da unten sind die Dinger. Da oben sind die da. Ich muss das immer so einigermaßen dahin zaubern, ne? Weil ich hier, eigentlich hier ist die Mitte, ne? Aber das wäre zu klein gewesen. Das ist echt für den Arsch, ne? Aber egal, das, anders geht's nicht. Wichtig ist nur, wenn die alle Räume fertig sind, das kriegt keiner mehr mit. Aber so viel noch, ey. Puh. Den bin ich schon bald fertig hier. So, dann, wie ich schon sagte, das müssen wir jetzt einfach nur nach unten bauen. Zack, am besten ihr nehmt jetzt erstmal ein. Und dann gehen wir jetzt hier so weit. Ach, ist doch nur eine Etage noch, ne? Zack. Hier unten sind wir angekommen. Hier ist die andere Etage. Boah, hier habe ich noch gar nichts gemacht, ey. Boah. Hier habe ich mit versucht, das Dings zu machen. Wer ist das? Kesselkammer, aber das weiß ich nicht. Ist ein bisschen zu klein, ne? Oder ich weiß es nicht. Ich will das irgendwie alles dahin mogeln. Auf jeden Fall geht ihr jetzt bis unten hin. Bis wir an dieser Etage sind. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Am Heck. Und dann macht ihr das Holz erstmal hin. Ne, oder wir machen schmales Holz hin. So, was habe ich denn da genommen, ey? Warte mal, einmal Nuckelzaubertrank. Er trinkt das doch schon, komm. So, ach, hier drunter gemacht. So ein braunes. Damit man wenigstens weiß, wo das Ende ist. Das heißt, jetzt hier, da drunter, so entlang ziehen, dann weiß man wenigstens, bis hierhin kommt der Flur. So. So. Und so, dann wissen wir genau, aha, bis dahin kommt der Flur. So. Und dann müsst ihr den einfach runterbauen. So wie der ist. Ich würde alle vier Seiten erstmal runtergehen und dann könnt ihr in eins durchhauen, ne? So. Komm jetzt. So. Vier Seiten. Da. Zack, runter. Die andere Seite. Zack, runter. Und die Seite. Wo sind wir jetzt hier? Da runter. Und dann einfach unten angekommen, einfach nur alles ausbauen. Zack. Fertig. So. Dann haben wir den Flurbereich, dann haben wir den Library-Bereich. So, diesen Bereich haben wir jetzt auch. Da geht es in die dritte Klasse. Ja, und das war es erstmal für mich. Erstmal wieder eine kleine Einführung. Ihr müsst das ja sowieso erstmal ausbauen. Ich baue das jetzt hier auch aus. Und dann geht es weiter, dass wir das einrichten. Ich habe das, glaube ich, schon mal gemacht, dass ich das eher erstmal nur das Grundmaß gemacht habe. Und dann ganz oben beim Office, da habe ich gar nicht weitergebaut. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf die Hinterseite. Das heißt, jetzt hier geht es in die dritte Klasse. In der nächsten Folge machen wir die Library. Und dann zeige ich euch, wie wir das jetzt hier mit dem Treppenhaus machen. Das habe ich ja noch gar nicht ausgebaut. Seht ihr ja, das habe ich auch einen gewissen Stil, der da reingehört, ne? Hier oben auch. Zack. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß und wir sehen uns dann wieder bei PlaySample.